Hallo, 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 hier ist wieder Shoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Marc. Hallo. Kennt ihr ja mittlerweile alle den Typen da. Und am 11. August heute hat Geburtstag Jim Lee. Kennst du? Jim Lee, das ist ein Comiczeichner, oder? Comiczeichner, ja. Genau. Von Marvel hat sowas gezeichnet. Also das ist erstmal der Jim Lee, ne? Mhm. Grinsemann. Ja? Und der hat sowas gezeichnet. Oh Mensch, klar. Wenn du sowas kannst, dann bist du Comiczeichner. Ich wollte es, ich habe es auch immer mal probiert, ne? Aber ich kann es nicht. Dafür haben wir unseren Kumpel José. Ne? Ja, José ist natürlich ein geiler Cartoonist. Ja, aber das ist natürlich noch eine Ecke mehr hier, was der da macht. Schon richtig geil. Ja, ja, klar. Also das ist echt cool. Wenn du das drauf hast, da kannst du... Ich bin natürlich auch Batman-Fan, ne, muss ich dazu sagen. Du bist Batman-Fan? Ja. Und Spider-Man. Batman und Spider-Man. Mhm. Ist er. Aber ist Spider-Man nicht DC? Anderes Universum, ja. Aha, okay. Genau. Macht ja nichts. Was hat man noch am 11. August? Ja, 1960 erklärt der Tschad seine Unabhängigkeit von Frankreich. Ach, guck mal. Hinter uns sind wir die Fahne. Die Franzosen haben ja ganz viele Kolonien gehabt. Kolonien, ne? Kolonialmacht natürlich. Ja. Ne? Und da der Tschad hat gesagt, ne? Nö, jetzt haben wir keine Lust mehr. Hat er gesagt, Tschad, ja? Bis zum nächsten Mal. Tschad. Ja, genau. Tschad auch. Und am 11. August ist 1952 hat der Prinz Hussein I. löste seinen Vater Talal als König von Jordanien ab. Hier sehen wir ihn. Ja. 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 Das ist auf jeden Fall der Prinz Hussein I. gewesen. Prinz Hussein genau. I. Am 11. August ist aber noch was? Ja, 11. August 1984, eine ganz strange Geschichte. Ich habe davon schon gehört. Ich muss sie auch ablesen, damit ich sie auch richtig wiedergebe. Der US-Präsident Ronald Reagan witzelt bei einer Mikrofonprobe. Man macht ja immer, wie wir jetzt hier auf, immer das ist ja auch so einen kleinen Soundcheck, ne? Um zu gucken, ob alles funktioniert. Und da hat er gesagt, er habe die in 5 Minuten beginnende Bombardierung der Sowjetunion angewiesen. Ja. Der Scherz sorgte natürlich international für ein wenig Verwirrung. Ja, weil das ja veröffentlicht worden ist. Na klar ist das veröffentlicht worden. Ja, also der Tontechniker hat das Ding irgendwo... Aufgezeichnet, ja. Das hat das rausgenommen, hat es irgendwo an die Medien weitergegeben und die haben das dann... Es hätte ein riesen Ding werden können. Das, ne? Ja, also... Das ist schon wirklich kritisch. Also denken, klicken, drücken, oder wie sagt man immer? Nee, Quatsch. Denken, klicken, drücken. Klicken, drücken. Erst reden, dann denken, erst sagt reden, man dann ja denken, auch. Genau, ja, genau. Erst ja. Denken, dann klicken. Heute der 11. August bei Shoki bei Noki New Television Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Morgen ist der 12. August und morgen ist der... Bist du morgen da? Nee, morgen ist der Marker. Morgen ist aber nur der 12. August, wenn der US-Präsident nicht die Bombardierung der Welt... Ganz wichtig. Ja, genau. Aber wird schon. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.